Hallo Eisenbahnfreunde, Internet. Schönen Montag. Heute habe ich zwei Lokos. Die erste können Sie jetzt sehen. Die sind beide Fleischmann, Dampflok. Und die sind ganz alt. Die waren erst gebaut in 1928. Ja, ich weiß. Das hat niemand dann gewollt. Unglaublich. Und da war 15 Stück, glaube ich, haben von dem Krieg immer gearbeitet. Und auf Deutsches Bahn haben die gearbeitet bis 1956. Und dann haben die Feierabend gemacht. Und da sind nur ein paar, das lebt schon jetzt. Ich glaube, eine ist in der Dresden Museum, aber der Boiler ist kaputt. Und da ist noch einer bei AW Schwerz. Das ist ein Training Loco. So, das sind nur Schweißstück jetzt lebt in die ganzen Welt. Das ist ganz schade. Aber diese Locos, die haben aus Düsseldorf, Dortmund, Essen und Krefeld gearbeitet. Die haben Waggons gesehen und auch Personenwaggons, aber nicht so viel, so 8 oder 10 Stück. Die könnten nur 100 Kilometer eine Stunde fahren. Das war vorwärts und rückwärts haben die 50 gefahren. Aber die beiden Locos, ich habe hier heute, das ist der 62002 und der 62011 von Fleischmann. Und die sind ohne Sound, aber DCC. Und die haben auch beide Profi-Couplings. Alle DC-Locals von Fleischmann haben Profi-Couplings. Das ist die erste, das kann man da sehen. Die haben die Länge Smoke Deflectors. Und der anderen hier, das kann man jetzt sehen. Mal Fokus machen, Moment. So kann man sehen. Die Smoke Deflectors sind auf die Seite hier und nicht vorwärts, wo das ist hier. Das ist auf der Loco hingestellt, aber hier auf die Seite kann man sehen. Und die Arbeiten hier ist aber sehr wirklich schön. Guck mal, das ist ganz schön gemacht. Und dieselbe auch die anderen. Die sind beide ganz genau dieselbe. Und schade, sie sind kein Sound-Locals. Die werden bestimmt schön sein. Die haben auch Licht hier. Und die fahren ja ungefähr so. Die können vielleicht 20 Stück Wagens holen. Aber die Original, die könnten nur so 18 oder 10 auch Personenwagen 3 oder 4, glaube ich. Die haben auch Berge gearbeitet. Und die Deutsche Reichsbahn hat Feierabend gemacht, 1970. Aber die Deutsche Bahn haben die Feierabend gemacht, so wie ich vorher gesagt habe, in 1956. Ich war geboren in 1956. Ach du lieber Gott, das ist schon 62 Jahre schon. Diese Locos haben nicht gearbeitet. Das ist wirklich unglaublich. Aber die sind schön Locals und kann man jetzt sehen, ich werde das jetzt zeigen, werde den 62011 abfahren lassen, dann können wir immer noch die anderen sehen. So, hopp, falschen Weg, umdrehen. So, die fahren aber wirklich lang, guck mal, die fahren so schön, so elegant. Bestimmt schön. Ein bisschen Sound wird schön sein, ja, oder? Die kann wirklich langsam nicht vor die PKP, meine letzten Loco, die ich gemacht habe, das können sie nicht langsam fahren. Kann man sehen, dass das fährt sehr schön ab. So, ein bisschen schneller machen. Schneller machen, Junge. Und Abwärter. Dann gucken wir auf die anderen. Die sind der PKP. Ein Set von den Wagens hier, das sind 6 Stück von den blau und gelb und 6 Stück von den braunen, das kann man hier sehen. Die sind auch wirklich ganz schön. Und noch einmal, die machen das offen auf die Seite hier, guck mal, kann man Sachen von der Seite rauslassen, das finde ich auch schön. Ich habe schon ein automatisch, besser mach mal besser ein Focus da rein, kann man noch einmal gucken, guck mal, das geht offen und zu.
haben entschieden, dass das kann das machen, so die kann das alles rauslassen, kann man etwas schön hier reinmachen und sehen und dann wieder rauslassen. Aber der Loco, guck mal hier wieder, der ist wirklich schön. Mache ich rückwärts ein bisschen, so kann man besser sehen. So langsam ein bisschen mehr machen. Kann man den Motor da reinsehen? Kann man sehen hier? Das dreht rum hier rein. Kann man sehen, wenn das wirklich schön. So anhalten. Und der andere wird bald rumkommen. Ja, kann man sehen, diese Wagen sind aber schön. Habe ich 6 Stück. Ich habe schon 12 Stück von ich habe 2 Sets gekauft. So kann man sehen hier. Da sind 6 Stück von dem Braun und von den Blau und Gelben sind auch 6 Stück. So, ich habe 12 Stück von beide jetzt. Und wenn die geältet sind, werden die auch ganz schön sein. Bestimmt. Aber der Loco, der kann vorwärts sehen oder rückwärts sehen auch. Das sieht auch gut. Wenn der anderen rumkommt, werde ich dir sagen, ich drehe einen über, so kann man das sehen, den anderen Weg. Ja, drehe ich rum, mal sehen schnell, hier kommt er. Hoffentlich kann ich einen Fokus kriegen, wenn er auf die Ecke kommt. So, wie schön ist das, ja? Wirklich schön. So, jetzt drehe ich diesen Loco, so kann man das sehen, die anderen Weg. Das sieht schön aus. Ach, jetzt fährt die Wagen ab. Guck mal. Hoffentlich mache ich das, die gehen nicht kaputt auf den Track, auf den Gleis hier. Kein Stromproblem. So. So, jetzt mal sehen. Da ist es schon umgedreht. Kann man noch einmal so einen Fokus machen hier. So, alles auch ganz schön, kann man sehen hier. So, und das ist ein kurzes Video von meinen beiden 62s, Class 62 Logos. Wenn Sie eine Frage haben, machen Sie das unten. Dann können Sie auch einen Thumbs up machen, wenn Sie wollen. Braucht man nicht tun, ist egal zu mir, wenn es geht oder nicht, da kommt der andere. Und hoffentlich haben das ein bisschen Spaß gemacht. Bis zum nächsten Video. Tschüss.